Sag dich mal zu viel. Zu viel. Zu viel. Niemand nennt mich arrogant, schön beschissen. Wozu Punchline? Tico hat nen Flachwitz gerissen. Meine Fans werden ganz schön beschissen, weil wir kostenloses auf Battle-Dynamik verticken. Aber wart mal ein bisschen, da war was nicht richtig. Die VBT-CD ist doch gratis dazwischen. 15 Tracks auf der zweiten CD. Aber warum bei Recherche die Beschreibung auch lesen? Du hast das nicht nötig, du hast mal was mit Geld gesehen und dachtest dir, das kann man irgendwie schon in nem Battle drehen. Punch ist so geldgeil, der hat sogar Shirts, wo die Daten seiner Auftritte noch drauf sind, unerhört. Damit hätte sich dein erster Part auch schon erledigt, also sag ich nochmal, dass man grad auf www.snas.de gehen kann und dort den Warenkorb bereichern kann und sich dann überzeugen, dass ich ja nur billige Reime mach. Womit willst du mich bezahlen? Mit nem Kiko-Shirt? Du willst, dass ich dir ein Blas? Ich hab gesagt, du bist ein Homo. Die Schwanze in dem Arschpose hast du ganz gut nachgemacht. Ist ja nicht so, dass ich was anderes erwartet hab. Wissen deine Fans denn, dass du bei deiner Mutter wohnst und dass du Hartz IV bekommst anstelle eines Monatslohns? Und dass ich daraus ein Geschäft mach, bedrückt dich, klar. Das ist wie Dünnsches, bei mir läuft es halt flüssig. Double Time Rap ist ja super behindert. Ja, bla bla, voll langweilig. Kachelofen Transportservice. Was soll das heißen? Wolltest du an deinem Text nicht allzu lang schreiben? Bla bla bla, Quattro Time Punch, du musst auch angreifen. Boah, das kannst du mir nicht antun. Du Tiefkühlschuhbladenschließer schiebst einen ganz coolen. Meine Fresse, wie kann man sowas rappen? Häng dich doch an meinem Namen auf. Ich nenn mich Punch die Decke, wenn du willst. Du erklimmst jetzt den Killipunch Arroganz. Ich versuch's bei deinem Buckel, doch glaub nicht mal, dass ich das schaff. Dass du kein Homo bist, kann ich dir irgendwie nicht abnehmen. Ich bin ein Berg, den du erklimmst. Heißt, dass du auf Punch stehst? Krass, ich bin ja echt so wie Hobson. Doch leider trifft mich das, wenn es vom Faith-Double kommt, nicht. Wie bitte willst du aus mir eine Linsensuppe machen? Willst du wieder etwas Einheitsbrei in diese Runde packen? Womit willst du mich bezahlen? Mit nem Kiko-Shirt? Du willst, dass ich dir ein Blas? Ich hab gesagt, du bist ein Homo. Die Schwanze in dem Arschpose hast du ganz gut nachgemacht. Ist ja nicht so, dass ich was anderes erwartet hab. Wissen deine Fans denn, dass du bei deiner Mutter wohnst und dass du Hartz IV bekommst anstelle eines Monatslohns? Und dass ich daraus ein Geschäft mach, bedrückt dich, klar. Das ist wie Dünnsches, bei mir läuft es halt flüssig. SSE, ruf mich mal an auf meinem Punchophon. Hör blind vor Liebe doch zu Ende, Mann, das hat sie schon. Dope DOD-Videos find ich geil. Doch der Greenscreen bei dir macht mich irgendwie neidisch. Oder die Gleise oder der originelle Schnitt. Eric Kino macht echt jedes Mal den besseren Clip. Ist mein Video jetzt scheiße, weil es aussieht wie ein geiles? Oder deins, weil deine Scheiße immer aussieht wie dein altes? Du kannst hier nur peinlich verlieren. Vielleicht möchte dein Boss jetzt mal einen Schein investieren. Ihr habt ne Vorlage, toppt es mit ein paar geilen Bitches. Soll ich jetzt etwa noch geilere Bahngleise finden? Mann, hast du Ideen, willst du dafür so einen Schein? Du bist so aufgeblasen, du könntest die Hüpfburg sein. Meine Kinderfans würd ich gerne alle mitnehmen. Doch wie schmuggel ich die auf Gigs? Kannst du mir paar Tipps geben, Kiko? Digga, das ist das VBT und nicht Runde 2 bei Julian, auch wenn er nicht weiter pusht, drauf geschickt. Womit willst du mich bezahlen? Mit nem Kiko-Shirt? Du willst, dass ich dir ein Blas? Ich hab gesagt, du bist ein Homo. Die Schwanze in dem Arschpose hast du ganz gut nachgemacht. Ist ja nicht so, dass ich was anderes erwartet hab. Wissen deine Fans denn, dass du bei deiner Mutter wohnst und dass du Hartz IV bekommst anstelle eines Monatslohns? Und dass ich daraus ein Geschäft mach, bedrückt dich, klar. Das ist wie Dünnsches, bei mir läuft es halt flüssig. Benjamin, lass doch mal das Geld in Ruhe. Benjamin!